willkommen zum heutigen Video. Heute habe ich ein Laber-Video, ein Real-Talk-Video, ein Thema, das nicht das wunderschönste auf Erden ist, das aber einfach gesagt werden muss. Und zwar habt ihr euch speziell gewünscht, mal ein Video zum Thema der Magen-OP, was die negativen Seiten angeht. Ich bin ja ein Mensch, der mir auch auf Instagram folgt. Ich zeige auch die negativen Seiten von dem Leben nach dem Magen-Bypass oder nach dem Schlauchmagen, nach dem Omega-Loop. Es ist sehr, sehr ähnlich. Es gibt Unterschiede, aber es ist sehr, sehr ähnlich. Deswegen kann ich grundsätzlich sagen, einfach die negativen Seiten nach Magen-OP. Und ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich die auch zeige, dass ich die guten wie die schlechten zeige und einfach sage, wie es ist und einfach euch die Realität hinklatsche, weil ihr sollt ja ein Bild davon bekommen und dann beurteilen können, ob es halt einfach der richtige Weg für euch sein kann oder nicht. Deswegen dachte ich eigentlich, dass es klar genug rüberkommt, aber ihr habt euch trotzdem, wie gesagt, gewünscht, nochmal ganz speziell die negativen Seiten aufzuzeigen und deswegen habe ich mir gedacht, dann mache ich das doch einfach. Den Wunsch möchte ich euch natürlich erfüllen. Ich finde nämlich selber, dass es einfach auch ein wichtiges Thema ist, weil ich habe so, so viele Leute kennengelernt über Instagram und sonst wie, viele haben ja auch per Mail geschrieben, die einfach nicht genug aufgeklärt wurden über die OP, über das Leben nach der OP, über die Verhaltensweisen nach OP und so weiter und die einfach unglücklich waren, weil sie einfach nicht genug wussten, um zu entscheiden, ist es der richtige Weg für mich oder nicht? Und das war es offensichtlich nicht. Und das finde ich ganz traurig, weil es ist wirklich toll. Ich persönlich komme super damit klar. Und für mich ist es bisher ein ganz guter Weg und es war eine gute Entscheidung. Das bedeutet aber nicht, dass es für jeden den richtigen Weg ist, für jeden eine gute Entscheidung. Zum einen möchte ich natürlich vorweg auch sagen, dass sowas sehr, sehr subjektiv ist. Das heißt, nur weil ich jetzt das eine als negativ empfinde, muss es nicht sein, dass es jeder als negativ empfindet. Nur weil mich das eine jetzt nicht stört, muss es nicht sein, dass alle das nicht stört. Ich versuche, meine persönlichen Seiten reinzubringen. Ich versuche auch die Sachen reinzubringen, die eigentlich jeder als negativ empfindet, mehr oder weniger. Und versuche einfach einen groben Überblick zu geben über die Sachen, die kacke sein können nach OP. Die aller wichtigste Sache einfach, die ich am meisten höre, dass es die Menschen stört und dass sie sagen, was für ein Scheiß, sage ich einfach mal direkt, ist die Tatsache, keine Kohlensäure. Du darfst nach OP keine Kohlensäure trinken, nichts trinken, was irgendwie Kohlensäure hat oder sowas. Und es sollte so bleiben. Das gleiche mit Alkohol. Du darfst nach der OP keinen Alkohol mehr trinken. Ich kann dir nicht genau sagen, wieso. Ich kann dir nur grob die Begründung nennen. Ansonsten musst du mal deinen Arzt einfach fragen. Der kann es dir bestimmt genauer erklären. Grundsätzlich ist es banal gesagt, aber einfach so, dass der Alkohol dann halt nicht mehr den Umweg über den Magen nimmt, sondern direkt in die Leber geht. Und dann ist halt ein Bier so wie 10 Bier. Und jetzt stell dir vor, du trinkst jeden Tag ein Bier. Dann machst du deine Leber noch viel mehr kaputt. Also ja, du zerstörst die halt einfach richtig hart. Und das ist nicht gut. Auf lange Sicht sowieso nicht und deswegen nach der OP ist Alkohol tabu. Das sind zwei Punkte, wo ich persönlich auch sagen muss, da halte ich mich extrem dran zu 100%, weil es einfach wichtig ist. Und ich bin Mensch, ich habe nie Alkohol getrunken großartig, also die zweimal im Jahr, wo ich mir irgendwie einen Cocktail gegönnt habe, die kann ich auch hinten runterfallen lassen. Deswegen finde ich persönlich, das ist jetzt nicht so schlimm, weil mir macht es nichts aus, dann halt einen alkoholfreien Cocktail zu trinken. Dann gönne ich mir halt quasi einen Saft. Soll man eigentlich auch nicht, aber das ist nicht so schlimm, ja. Wie es, wenn man irgendwie Alkohol trinkt oder sowas, ja. Aber für viele, die jetzt irgendwie gerne trinken, regelmäßig trinken, also ich höre ganz, 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 ganz viele Menschen, die sagen, das würde ich nie machen. Oh mein Gott, das geht gar nicht. Mir ist ziemlich wurscht, ehrlich gesagt. Wie gesagt, sehr, sehr subjektiv. Mit dem Essen ist es genauso. Du dürftest, wenn du es nach Lehrbuch machst, theoretisch keinerlei Süßigkeiten essen, ganz, ganz viele Produkte sowieso nicht mehr essen, kein Saft und kein fertiger Fruchtjoghurt und die Liste ist unnormal lang, was du alles nicht mehr essen darfst. Das ist was, das ist aber wie gesagt nach 100% nach Lehrbuch, da halte ich mich selber nicht dran, weil ich es viel gesünder finde, einen gesunden, ja, ein gesundes Verhältnis zum Essen zu kriegen und mir lieber mal was zu gönnen. Ich esse auch mal Schokolade und alles, ja, wenn ich Bock drauf habe, aber essen halt
drei Ripple, ja, und nicht halt drei Tafeln, so wie früher einfach, ist halt einfach so, ja. Das muss jeder mit sich selber ausmachen und da ganz klar auch natürlich die Ansage, ich dokumentiere meine Weise, meinen Weg, wie ich das mache. Das heißt aber nicht, dass es jeder machen sollte und das heißt auch nicht, ich mache das nicht hundertprozentig nach Lehrbuch. Das heißt, wer mich als Vorbild nimmt, ja, ist blöd gesagt selber schuld, also nehmt mich nicht als Vorbild. Wenn ihr ein perfektes Vorbild haben wollt, nehmt das Lehrbuch als Vorbild. Ich bin einfach nur Mensch und ich bin einfach nur, wie ich halt nun mal bin, ja. Ich bin auch nicht perfekt und was das Essen angeht, mache ich alles mit Sicherheit andere als perfekt, ja. Deswegen da bitte nicht mich als Vorbild nehmen. Ihr könnt mich beim Sport könnt ihr mich sehr gerne als Vorbild nehmen, aber nicht beim Essen. Ein Nachteil, der für mich persönlich einer der größten Nachteile darstellt auf dem Weg, ist die Haut. Die Haut, ich habe es in jedem Update wieder erwähnt. Ihr wisst, die Haut hängt unnormal und ja, man kann viel Sport machen, man kann cremen, man kann massieren und so weiter. Das Fakt ist aber einfach mal, wenn du so breit warst, dann kommt es nicht mehr darauf an, ob du ein gutes oder ein schlechtes Bindegewebe hast. Dein Bindegewebe kann sich nicht zurückbilden, weil dein Bindegewebe ist halt nun mal verdammt nochmal gerissen, ja. Das ist wie, wenn du schwanger warst, ja. Wenn das nicht aushält und wenn es mal einen Punkt erreicht hat, wo es gerissen ist, dann kann es sich nicht mehr komplett zurückbilden. Ist einfach nicht drin, Punkt. Muss man akzeptieren. Du kannst nicht einfach sagen, ich creme und mache Sport und dann klappt es schon. Nein, wenn du so und so viel abnimmst, ja, dann wird deine Haut hängen bis nach Südafrika, bis an den Südpol, ja. Und zwar Brüste, Bauch, Arme, Schenkel, alles, alles, komplett alles. Und das ist sowas, wo du dir klar sein musst. Du nimmst nicht ab und siehst dann aus, wie wenn du nie dick gewesen wärst. Nein, du nimmst ab und siehst dann aus, wie wenn du gerade geschmolzen wärst, ja. Und dann brauchst du erstmal ganz, ganz viele WHO-OPs, Wiederherstellungsoperationen, um dann auch nicht so auszusehen, wie wenn du nie dick gewesen wärst, sondern um eben deinen Körper wieder herzustellen. Und ja, da könnt ihr bei diversen anderen operierten Menschen mal vorbeischauen. Einfach mal googeln, WHO-OPs, ja. Ich persönlich hatte meine noch nicht, meine stehen noch an. Irgendwann mal, ich bin noch zu weit vorne in dem Weg, aber sie stehen an, ich werde sie auf jeden Fall noch machen lassen. Und ja, das ist ein ganz klarer Nachteil, weil zum einen die Optik, zum anderen die Haut zerrt an deinen Gelenken. Ich merke es beim Laufen, also meine Knie, die sind ordentlich belastet, weil die ist einfach alles dran reißt, ja. Und Punkt 3 oder 4 oder wo auch immer ich gerade war, es ist halt einfach nun mal unangenehm. Das reibt sich auf, du schwitzt drunter. Im Sommer kannst du mindestens 5 am Tag waschen und eincremen, damit es nicht anfängt zu riechen. Und das ist einfach der Punkt. Das ist der größte Nachteil überhaupt aus meiner Sichtweise. Ein weiterer großer Nachteil für mich persönlich jetzt, das empfinden auch viele als Nachteil, haben sie mir schon geschrieben, trinken. Du kannst nicht mehr trinken als 2 oder 3 Schlucke auf einmal, es geht nicht mehr, ja. Am Anfang geht gar nicht viel und dann geht ein bisschen mehr, aber so richtig, wenn du Durst hast, wenn es 30 Grad hat, ich bin gerade 700 Höhenmeter im Berg hochgelaufen, ja, richtig anziehen, das geht nicht mehr, vergiss es, das wird nie wieder gehen, ja. Außer du dehnst deinen Magen wieder aus. Das ist das gleiche Thema übrigens. Ja, du kannst natürlich dir wieder angewöhnen, Kohlensäure zu trinken. Nur weil du es verträgst, heißt es aber nicht, dass du es machen solltest. Das gleiche mit dem Alkohol, das gleiche mit dem Essen und so weiter. Du kannst eine Menge wieder angewöhnen. Aber dann machst du alles das, was du dir eigentlich ja, als Vorteil verschafft hast, wieder kaputt. Und das ist der Punkt. Du kannst eine Menge tun, das heißt aber nicht, dass du es tun solltest, nur weil es irgendwie geht, ja. Und das ist der Punkt, was ganz, ganz viele falsch machen. Du brauchst die Disziplin, es trotzdem durchzuziehen. Und es ist kein Wundermittel, ja. Es hält dich nicht komplett davon ab, weil dann würde das jeder machen und dann wären die ganzen Leute, die das gefunden hätten, einfach reich, ja. Also, so funktioniert es einfach mal nicht. Es braucht genauso viel Disziplin, wie wenn du ohne OP abnimmst, nur eben auf andere Art und Weise. Es ist nicht leichter oder schwerer, die Schwierigkeiten liegen nur woanders. Und du musst für dich selber entscheiden, mit welchen Arten von Schwierigkeiten du besser klarkommst. Jetzt aber zurück zum Thema Trinken. Ja, du kannst nicht viel trinken und gerade am Anfang nach OP 24/7 wirst du Durst haben. Du wirst denken, ich verdursche hier, ich dehydriere hier, weil ich nicht genug trinken kann. Es geht nicht und trinken tut zackmäßig weh einfach am Anfang. Ja, da könnt ihr euch gleich mal dran gewöhnen. Es tut einfach verdammt nochmal weh. Wenn man schluckt und wenn man isst und wenn man trinkt und wenn man alles Mögliche macht, es tut einfach weh. Wenn man atmet, tut auch weh am Anfang, alles tut weh am Anfang so. Das ist aber völlig normal. Ich meine, überlegt mal, was ihr da rumgeschnüffelt habt, ja. Dass das nicht irgendwie nach einem Tag wieder gut ist, sollte eigentlich klar sein. Also wer da irgendwie denkt, dass man das nicht merkt oder dass es nicht weh tut,
sollte sich mal klar machen, was das für ein Eingriff ist. Und dann ist ja klar, dass es weh tut. Alles andere wäre unmenschlich einfach, ja. Mit dem Trinken ist es einfach so, man gewöhnt sich dran. Trinken, essen, zweiter ist irgendwann nicht mehr unangenehm. Außer es ist zu viel. Und es tut irgendwann nicht mehr weh. Aber du wirst nie wieder komplett anziehen können und viel trinken können. Das heißt, du wirst immer Durst haben, wenn du Sport machst. Du wirst immer Durst haben, wenn du irgendwie in der Sonne am Rumwandern bist oder irgendwas im Sommer. Du wirst immer das Gefühl haben, dass du viel zu wenig trinkst, wie wenn du eigentlich trinken müsstest. Und das ist sowas, es ist eine komplette Gewohnheit. Ich kann es euch sagen, ich habe früher den ganzen Tag nichts getrunken und nur zum Essen getrunken. Nur dazu. Und das war am Anfang so hart umzustellen. Oh mein Gott, ja, das war das Härteste überhaupt. Weil ich darf ja eine halbe Stunde vor dem Essen nichts trinken, ich darf eine halbe Stunde nach dem Essen nichts trinken und ich darf zum Essen nichts trinken. Und das war so hart umzustellen. Oh mein Gott, also das war, glaube ich, so von der langfristigen Ernährung her, war das das Härteste eigentlich umzustellen. Das Essen nicht, aber das Trinken. Und das ist bis heute so. Also oft ist es so, dass ich mir denke, irgendwie ich latsche da im Sommer im Berg hoch, bin am Schwitzen wie sonst was und denke mir so, jo, ich merke, dass ich unnormal Wasser verloren habe. Ich merke, dass ich mein Wasser nicht auffüllen kann, weil ich nicht genug trinken kann. Ich merke, dass ich mit dem Kreislauf einfach aufpassen muss. Das sind die Sachen, das muss dir klar sein. Das wird nicht mehr gehen. Also klar kannst du das irgendwann wieder ausdehnen, aber wie gesagt, das ist das, was du nicht tun sollst. Also wenn du hergehst und sagst, okay, ich dehne das sowieso wieder aus und in 2 Jahren kann ich wieder so viel trinken wie vorher, dann brauchst du die OP eh nicht machen, weil damit machst du eh wieder alles kaputt. Damit muss man halt einfach mal leben. Noch ein Nachteil ist die Supplementierung. Du musst ein Leben lang deine Vitamine, Spurenelemente, Mineralien supplementieren. Je nachdem, welche OP du hast, ist es ein bisschen unterschiedlich, was du nehmen musst. Aber bei mir sind es zum Beispiel 2x Kalzium am Tag und einmal Multivitamin. Ja? Die anderen Tabletten, die sind unrelevant, die sind einfach von Krankheiten von mir. Aber jetzt speziell für die Magen-OP, langfristig gesehen, am Anfang sind es mehr, ganz klar, aber langfristig gesehen sind es 3 Stück am Tag, die mindestens 2 Stunden voneinander getrennt sein sollten. Das heißt 6 Stunden am Tag, wo ich einfach gucken muss, dass ich das nehme. Genau, und das wird auch ein Leben lang so bleiben. Und das muss man auch machen. Klar kann ich auch wieder sagen, ja, mach ich nicht, geht schon, läuft schon, wie auch immer. Aber, ja, Mängel, hallo, ahoi, vergiss es, klappt nicht. Also mach das bloß nicht. Das kann ich wirklich, kann ich dich nur warnen, davor mach es nicht. Und das ist was, was andere auch als Nachteil finden, dass man ständig diese Tabletten nehmen muss. Ich persönlich, also mein Kalzium schmeckt echt lecker, ich finde es jetzt nicht als Nachteil. Es ist manchmal so, dass es halt nervt, man muss dran denken. Und das Multivitamin, was ich habe, schmeckt echt scheiße. Aber das ist halt einfach so. Wie sagt man so schön, bittere Medizin hilft am besten. Was ich auch gehört habe, dass manche als Nachteil empfinden, kann ich persönlich gar nicht nachempfinden als Nachteil. Trotzdem möchte ich es hier aufbringen, weil einfach viele, das oder nicht viele, aber einige es gesagt haben. Vielleicht ist für dich ja auch ein Nachteil, wer weiß. Natürlich passen deine Klamotten ständig nicht mehr. Ja? Und bis du dann wirklich mal angekommen bist bei dem Gewicht, wo du bleiben möchtest, musst du natürlich ständig neue Klamotten kaufen. Ich persönlich habe viel Gebrauch gekauft, ich habe viel irgendwie ausgetauscht, geschenkt bekommen, dafür wieder was anderes verschenkt und so weiter. Und man kann schon gucken, aber es ist einfach ein Kostenfaktor und das darf man einfach nicht unterschätzen. Dass man ganz grundsätzlich sich an die Ernährung halten muss, also dass man ganz grundsätzlich einfach im Prinzip, banal gesagt, weil so ist es einfach, ein Leben lang Eiweißdiät halten muss und sich ein Leben lang daran halten muss, das empfinde ich jetzt nicht als Nachteil, würde ich nicht als Nachteil der OP sagen, das ist einfach der komplette Bestandteil der OP, also das ist einfach die Verkörperung von der OP, ja? Also wenn du damit nicht klarkommst, dann ist die OP einfach nicht dein Weg, nicht mal ansatzweise. Und das ist sowas, was man einfach wissen muss. Und ja, wenn jetzt manche kommentieren, ja, ich kann aber das und das essen, ja, und ich kann schon wieder viel mehr essen, und ich kann das trinken und das und das und das. Klar kannst du das, aber du sollst nicht. Und du darfst eigentlich auch nicht. Und damit machst du dir eigentlich nur mehr kaputt. Und wie gesagt, nicht alles, was man kann und was irgendwie geht, sollte man auch tun, ganz klar hier, ja, also hört auf solche Leute nicht, weil das ist einfach Bullshit. Anders kann ich es einfach nicht sagen, es tut mir leid, das ist Bullshit. Und dann noch der letzte Punkt, den ich als Nachteil sagen würde, ist so aus der medizinischen Sicht her. Das Ding ist einfach, es ist halt einfach ein bisschen Spekulation. Das heißt, du weißt nicht, ob du dein Leben lang damit klarkommst, weil jede OP natürlich ein Eingriff ist in deinen Körper, in deinen Stoffwechsel teilweise ja auch, ne? Und da ist es einfach unterschiedlich. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe einen Omega-Loop, einen Mini-Gastrik-Bypass. Das heißt, dass da immer schon die Magensäure an dem Darm rummacht und es kann einfach auf lange Sicht, kann das einfach Geschwüre geben. Ist einfach so. Bei mir ist es ganz klar kein Problem.
kleineres Übel. Also das ist für mich ein kleiner Preis, den ich zahlen muss, eventuell irgendwann mal ein Magengeschwür zu haben. Im Vergleich zu, ich fresse mich tot und sterbe irgendwann und bin immobil, kann nicht mehr arbeiten, kann gar nichts mehr machen. Finde ich einen kleinen Preis, ganz ehrlich. Sehen aber andere manchmal nicht so. Das ist, wie gesagt, wieder Ansichtssache. Das gleiche gilt für alles andere. Du kannst natürlich irgendwie Probleme bekommen, du kannst Unverträglichkeiten bekommen, du kannst Magenbeschwerden bekommen, du kannst alles Mögliche bekommen. Genau, radikal gesagt, kannst du eigentlich bei der OP auch sterben, auch wenn es ein Routineeingriff ist. Klar, das sind alles auch Nachteile. Aber das ist was, wo jetzt eigentlich nicht die Regel ist. Deswegen möchte ich das so in Klammer setzen, weil die anderen Sachen, die sind immer bei jedem so und das ist einfach die Regel, ja. Und das ist nicht die Regel. Aber ich möchte es trotzdem erwähnen, einfach falls jemand das irgendwie nicht dran denkt und vergisst oder so. Ja, ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe, weil ich habe jetzt einfach aus meinen Erfahrungen gesprochen, aus meinen Erfahrungen persönlich, die ich gemacht habe, aus meinen Erfahrungen, die mir andere an mich hingetragen haben und das ich so mitbekommen habe von anderen. Aber natürlich, wie gesagt, ich bin hier kein Lehrbuch und gar nichts. Ich bin einfach nur ein Mensch, der dir meinen Weg erzählt, ja. Deswegen, wenn ihr noch Erfahrungen gemacht habt, die ihr selber als Nachteil empfindet, dann schreibt die doch unten in die Kommentare. Und ja, tragt es auf jeden Fall hier noch nach in dem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir hier eine kleine Hilfestellung geben würdet. Ansonsten lasst euch, wie gesagt, nicht abschrecken davon. Es sollte jetzt kein Worst Case, oh mein Gott, macht bloß nicht alles schlimm Video sein. Ich persönlich kann wirklich nur sagen, ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Weg und ich würde es jeden Tag wieder machen, ja. Ich würde den Weg wieder gehen, auch im Nachhinein. Ich bin jetzt mehr als ein Jahr nach OP und bin super happy damit einfach. Es hat mir einfach mein Leben zurückgegeben. Deswegen lass dich nicht abschrecken. Nur, die Bitte nur an dich, informier dich einfach sehr, 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 sehr gut. Und entscheide nur dann für die OP, wenn du dir 100% sicher bist. Weil es ist halt einfach mal verdammt meine Entscheidung fürs Leben. Die Bitte gebe ich raus und dann verabschiede ich mich. Hier und hier findest du noch andere Videos von mir. Und lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann könnt ihr mich ein bisschen unterstützen, meinen Kanal unterstützen. Ich würde mich freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!